In diesem Video lernst du kinetische Energie kennen und wir machen das am Beispiel des Skaters in der Halfpipe. Das ist die Fortsetzung vom ersten Video dieser Reihe und den Link findest du in der Beschreibung. Das ist jetzt mal eine Winter-Halfpipe, es geht natürlich auch mit Snowboards und hier haben wir eine Sommer-Halfpipe und das ist jetzt ein Bild, wo die ganzen komplizierten Prozesse erklärt sind, die jetzt, wenn du die ganze sportlich siehst und nicht nur physikalisch, auch eine Rolle spielen. So, das ist jetzt unser Skater vom ersten Teil. Wir haben die potenzielle Energie da schon behandelt. Und diese potenzielle Energie, die kann jetzt zu Bewegungsenergie, also kinetische Energie werden. Und zu dem Thema habe ich mal ein paar animierte GIFs rausgesucht. Hier zum Beispiel so eine Achterbahn. Oben hat sie potenzielle Energie, dann wird sie immer schneller und hat unten kinetische Energie. Unten hat sie richtig große Geschwindigkeit, das siehst du an dem Platscher, das ist die kinetische Energie. Und im Wasser wird sie wieder abgebremst. Und das heißt nichts anderes, als dass die kinetische Energie wieder in andere kinetische Energie und letztlich in thermische Energie umgewandelt wird. Hier ein anderes Beispiel. Diesmal kommt die potenzielle Energie nicht aus der Schwere, also Schwerkraft mal Höhe, sondern aus dem Bogen. Der Bogen wird gespannt und der Pfeil wird losgelassen. Wenn der Bogen gespannt wird, wird potenzielle Energie erzeugt und wenn dann der Pfeil frei fliegt, ist diese ganze potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt worden. Und hier ein weiteres Beispiel, das ist ein sphärisches Pendel, also ein Pendel, das sich auf einer Kreisbahn bewegt, wie jedes normale Pendel. Und das ist ein gutes Modell eigentlich für den Wechsel zwischen potenzieller und kinetischer Energie, ganz ähnlich wie auf der Halfpipe. Und das werden wir uns am Schluss auch nochmal anschauen, wenn wir schon mehr wissen. Wie wissen wir mehr? Wir folgen jetzt mal Albert Einstein. Der hat viel auf Gedankenexperimente gegeben. Gedankenexperiment, ja. Das heißt, es ist ein Experiment in unserer Vorstellung. Und zwar klappen wir jetzt mal die Halfpipe links auf, sodass das eine Ebene wird. Und jetzt kann der Skater frei auslaufen. Wenn der also oben anrollt, dann kann der hier nach links frei wegrollen. Und wir ersetzen jetzt auch den Skater durch so einen kleinen Ball, durch eine Kugel. Das ist einfach praktischer zu rechnen. Die Kugel soll also ganz klein sein. So, die ist jetzt hier im Augenblick noch festgeklebt. Wenn wir sie loslassen, fängt sie an zu rollen. Jetzt geht es weiter mit dem Gedankenexperiment. Die Kugel kriegt einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester. Und dieser Zwilling, der kann frei runterplumpsen. Auf einer geraden Linie zu Boden plumpsen, während die originale Kugel natürlich geführt von der Pipeline, von der Halfpipe, runtergelangt, rollend oder gleitend, wie auch immer. Auf beide Bälle wirkt die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist in jedem Fall, unabhängig vom Weg, die treibende Kraft für die Bewegung. Jetzt haben wir die Bälle gerade losgelassen und sie haben sich ein kleines bisschen in Bewegung gesetzt. Und diese Bewegung soll gekennzeichnet sein hier durch die zwei kleinen Pfeilchen. Und diese Pfeilchen, die sind noch kurz, denn die Bewegung hat ja gerade erst angefangen. Jetzt sind die Zwillingskugeln schon ein bisschen weitergekommen und wir sehen es an den Geschwindigkeitspfeilen. Sie sind schneller geworden und ja, andererseits haben sie an Höhe verloren. Hier sind sie nochmal schneller geworden und sind jetzt auf mehr als die Hälfte, haben mehr als die Hälfte der Höhe schon verloren. So, das soll jetzt der Zeitpunkt sein, unmittelbar nach dem Aufprall der rechten Kugel und auch unmittelbar danach, nachdem die linke Kugel das Bodenniveau erreicht hat. Der Unterschied zwischen den beiden, die rechte ist runtergeplumpst und liegt einfach da. Und die linke bewegt sich jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit nach links einfach weiter. Und wir sagen erstmal, sie bewegt sich weiter, sie hat eine gewisse Geschwindigkeit und hat damit eine kinetische Energie. Was wir auf jeden Fall sagen können, potenzielle Energie hat sie nicht mehr. Die ist ja weg, weil sie sich auf Grundniveau befindet. Jetzt, was ist überhaupt die kinetische Energie? Die kinetische Energie hängt nicht von der Höhe ab. Das ist klar. Denn von der Höhe hängt ja die potenzielle Energie ab. Die kinetische soll nur von der Bewegung abhängen.
Also sie hängt nur von der Größe der Geschwindigkeit ab. Und da schließt sich natürlich sofort die Frage an, wie hängt sie von der Geschwindigkeit ab? Mit was für einer Formel? Mit was für einem Gesetz? Und hier mal ein kleines Sneak Preview. Wir verraten es jetzt einfach schon mal. Wir wissen aber noch nicht ganz, ob das überhaupt so alles stimmt. Aber die Formel für die kinetische Energie, die du im Lehrbuch findest, ist E-Kin, kinetische Energie ist gleich 1/2, fester Faktor, mal die Masse, mal das Quadrat der Geschwindigkeit. Das mit der Masse ist irgendwie logisch, wenn jetzt ein Skater ziemlich dick ist, also zum Beispiel hat er 150 Kilo, statt ein leichter Skater von 50 Kilo, ja, dann hat er dreimal so viel Masse und irgendwie logisch, dass er auch dreimal so viel kinetische Energie hat. Und das mit dem Geschwindigkeitsquadrat heißt, er hat zum Beispiel die doppelte Geschwindigkeit und dann steigt seine kinetische Energie aber mit dem Quadrat, also mit 2 im Quadrat, nicht nur doppelt so groß, sondern viermal so groß. Und wenn er die dreifache Geschwindigkeit hat, dann ist seine kinetische Energie 9-mal 3 im Quadrat so groß. Also der Ball, der wegsaust, nachdem er Schwung genommen hat, hat eine bestimmte Geschwindigkeit und er hat eine bestimmte kinetische Energie. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie groß ist die Geschwindigkeit und wie groß ist die kinetische Energie. Wir wissen ja schon, dass wir die kinetische Energie aus der Geschwindigkeit berechnen können. Und Achtung, wir bleiben jetzt nochmal in unserem Gedankenexperiment und wir wenden uns jetzt erstmal diesem rechten Ball zu, der einfach runtergeplumpst ist, und überlegen uns die Geschwindigkeit von diesem Ball kurz vor dem Aufprall. Das ist der rote Pfeil. Kurz bevor der Ball da liegt, hat er noch eine Geschwindigkeit gehabt. Und dazu wenden wir uns jetzt einer Formel zu, die wir aus dem freien Fall, aus der Kinetik kennen. Ui, noch eine Formel sagst du vielleicht. Ja, aber das ist eine sehr praktische Formel. Es gibt eine sehr einfache Herleitung dazu. Habe ich ein Video gemacht, 60 Sekunden Video. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Die Formel heißt, beim freien Fall ist die Auftreffgeschwindigkeit 2-mal die Erdbeschleunigung mal die Fallstrecke. So einfach ist das. Das Quadrat der Geschwindigkeit ist 2-mal die Beschleunigung mal die Fallstrecke. Und da die Erdbeschleunigung als Zahlenwert 10 ist, 10 Meter pro Sekundenquadrat, können wir das durch eine einfache Gleichung numerisch zur Verfügung haben. Das heißt, bei einer bestimmten Fallstrecke nehmen wir einfach die Wurzel, multiplizieren Sie mit 4,5 und wir haben die Geschwindigkeit. So einfach ist es. Und hier schauen wir uns Beispiele an, mal für verschiedene Halfpipe-Höhen, die wir uns denken. Hier 1 Meter hohe Halfpipe, also Spielzeug-Halfpipe. Die Wurzel von 1 ist 1 mal 4,5 ist 4,5. Also bei einem 1 Meter hohen Halfpipe ist die Geschwindigkeit dieses rechten Balls beim Auftreffen 4,5 Meter pro Sekunde. Jetzt gehen wir viermal so hoch, nehmen eine realistische Halfpipe von 4 Meter Höhe. Die Wurzel aus 4 ist 2. 4,5 mal 2 ist 9. Also bei dieser Höhe ist die Geschwindigkeit schon 9 Meter pro Sekunde. Bei 5 ist sie 10 Meter pro Sekunde. Das gilt jetzt sozusagen direkt, deswegen habe ich das mit der Wurzel jetzt nicht gemacht. Nehmen wir mal eine ziemlich große Halfpipe, die wahrscheinlich real gar nicht existiert. Eine 16 Meter hohe Halfpipe, die Wurzel aus 16 ist 4, mal 4,5 ist 18. Da kriegt der Skater schon 65 km/h drauf, also wahrscheinlich ziemlich schwer, das überhaupt auszuhalten und da nicht umzufallen. Und jetzt nehmen wir schließlich eine 64 Meter große Halfpipe, das ist eigentlich eine Achterbahn, so wie vorhin in dem Bild. 64 Meter ist ein Haufen Zeug, die Wurzel davon ist 8. 8 mal 4,5 ist 36 und das sind 130 km/h. Und 130 km/h ist schon sehr viel. Also Skater wird es da meistens zerlegen, aber zum Beispiel ein Abfahrtsskiläufer erreicht diese Geschwindigkeit in diesen wenigen Sekunden und sogar noch eine höhere. So, jetzt haben wir uns mit dem freien Fall angefreundet und jetzt wissen wir also auch, mit welcher Geschwindigkeit diese rechte Kugel auftrifft. Und jetzt weiter im Gedankenexperiment, das uns Albert Einstein hätte empfehlen können. Denn wir denken jetzt einfach, dass diese horizontale Geschwindigkeit der runtergerollten Kugel, die Schwung genommen hat, gleich ist der vertikalen Geschwindigkeit der Zwillingskugel.
Also diese waagerechte Geschwindigkeit ist gleich dieser senkrechten Geschwindigkeit. Und jetzt machen wir die Annahme, dass diese beiden Geschwindigkeiten gleich sind. Das ist eine starke Annahme, aber sie ist auch irgendwo plausibel, denn diese horizontale Geschwindigkeit ist ja sozusagen die Umlenkung der Bewegung und wir haben keine Reibung und es ist irgendwo plausibel anzunehmen, dass diese horizontale Geschwindigkeit eigentlich genauso groß ist wie diese rechte Geschwindigkeit beim Runterfallen. So, jetzt kommt ein bisschen Mathe. Jetzt haben wir V² ist 2 mal g mal h. Wir sagen jetzt nicht s, sondern h für die Höhe. Die Gleichung teilen wir durch 2. Jetzt haben wir V² halbe ist gleich g mal h. Und jetzt kommt der große Trick. Wir multiplizieren die Gleichung mit der Masse m. Dann kriegen wir auf der linken Seite 1/2 mv² und auf der rechten Seite m mal g mal h. Und beides kommt uns bekannt vor. Zur Systematik, was haben wir gemacht? Also rein mathematisch war es nichts als eine Äquivalenzumformung. Physikalisch bedeutet es, wir haben aus so einer Geschwindigkeitsformel eine dynamische Formel gemacht mit echter Physik, indem wir die Masse dazu gebracht haben. Wir haben also aus einer Geschwindigkeitsformel, aus einer kinematischen Beziehung eine Energiebilanz gezaubert. Ja, und das sind in der Tat alte Bekannte. 1/2 mv², das war ja schon die kinetische Energie, die wir vorhin eingeführt haben. Und mgh ist die potenzielle Energie. Also 1/2 mv², v² soll die maximale Geschwindigkeit sein. Und mgh ist die potenzielle Energie mit h der maximalen Höhe, also die Höhe der Halfpark. So, diese Beziehung gilt jetzt genau genommen, wenn der Skater oder die Kugel ganz unten ist. Das ist einfach die kinetische Energie ausgedrückt durch die vorherige potenzielle Energie. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommt nämlich der eigentliche Energieerhaltungssatz. Wir sagen, dass für jeden Zeitpunkt, also auch für Zwischenwerte von V und G, die Summe aus der kinetischen und der potenziellen Energie eine Konstante ist. Schauen wir uns das am Beispiel an und auch mit einem konkreten Skater. Der Skater soll alles 50 Kilogramm Masse haben, die bringt er auf die Waage, das heißt seine Gewichtskraft sind 500 Newton, die Höhe der Halfpipe sei 4 Meter. Wenn wir das zusammen multiplizieren, fangen wir mal hier oben an, mgh ist 2000 Newtonmeter. Oben ist die kinetische Energie 0, das heißt die Gesamtenergie ist durch diese 2000 Newtonmeter gegeben. Bei der mittleren Energie ist die potenzielle Energie mgh geteilt durch 2, sind also 1000 Newtonmeter. Ja, die kinetische Energie muss dann auch 1000 Newtonmeter sein und die Gesamtenergie ist ja nach wie vor 2000 Newtonmeter. Das ist die Aussage der Energieerhaltung. Und unten, da ist die potenzielle Energie 0, die kinetische Energie ist 1/2 mv², ist dann 2000 Newtonmeter, das was vorher die potenzielle Energie war. Und die Gesamtenergie sind auch diese 2000 Newtonmeter. Und hier jetzt noch ein Blick auf unser Pendel als Modell für die Halfpipe. Und jetzt verstehen wir von der ganzen Geschichte schon ein bisschen mehr. Schauen wir uns mal hier die Energie an. Die wechselt also zwischen potenziell und kinetisch. Und wenn du der Bewegung des Pendels folgst, achte mal bitte auf die Umkehrpunkte, denn die kannst du leichter fixieren mit dem Auge. Immer wenn das Pendel an einem Umkehrpunkt ist, ist dieses Feld hier gelb-grün ausgefüllt. Und das heißt, da ist die potenzielle Energie voll da. Die potenzielle Energie ist dann diese Gesamtenergie von 2000 Newtonmeter. Und immer wenn das Pendel unten durchschwingt, ist die potenzielle Energie verschwunden. Und das Feld ist ganz blau, das ist die kinetische Energie.